Das sehe ich nun. Der Mensch träumt sein ganzes Sein und Tun, bis zuletzt die Träume entschweben. König sei er, träumt der König, und in diesem Wahn versenkt, herrscht, gebietet er und lenkt. Alles ist ihm untertänig. Doch es bleibt davon ihm wenig, denn sein Glück verkehrt der Tod schnell in Staub. Was ist Leben? Hohler Schaum, ein Gedicht, ein Schatten kaum. Wenig kann das Glück uns geben, denn ein Traum ist alles Leben und die Träume selbst ein Traum.
das hier wieder? Das kann ich doch nicht auf die Bühne bringen. Meine Schauspieler geht das auch nicht. Wenn überhaupt was lernen, das doch nicht. Wenn überhaupt was im Kopf bekommen. La experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es el rey y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Renate Schirm auch nicht. Oh, Sechs. Nein, Sechs. Ich verstehe auch nicht. Ich verstehe auch nicht. Renate, ein D haben bereits. Ja. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich verstehe auch nicht. Da bin ich in meinen Kartoffeln gebissen. Dann komm rein und in meinen Kartoffeln gebissen.
Gibt's nicht. Ess es. Hast du Hunger? Ich musste mal eine Kartoffel probieren. Ich muss das mal essen. Ich musste das essen. Bellhunger. Das sah so toll aus, so lecker. Das ist leer, Kartoffel. Mann. Ich habe mir das extra eingeschenkt. Das duftete. Oh, das kann ich nicht trinken. Ich musste euer Essen mal essen. Ich musste das. Das sah so toll aus. Oh, diese Kartoffeln. Wie das mit den Zwiebeln. Das war so toll. Oh, Leute. Und die Kartoffeln waren gut. Die haben echt gut geschmeckt. Echt lecker, lecker, lecker. Die Kartoffeln, ich kam hier rein. Das duftete. Das war so appetitlich. Das war so lecker. Also diese Kartoffeln, die konnte ich nicht widerstehen. Ich musste mal was probieren. Ich musste mal euer Essen mal probieren. Das hat einen Duft, ein Aroma. Und das war lecker. Oh, ich habe noch nie so leckere Kartoffeln gegessen. Die waren lecker. Wo sind denn meine Schauspieler? Wo sind denn? Immer noch am Essen? Wo bleiben die denn? Wir müssen endlich anfangen, endlich loslegen. Das kann doch nicht so weitergehen. Ruhe! Wir haben doch keine Zeit. Slim. Thank you.
Leute, ich habe etwas erlebt. Ihr müsst nur mal reisen. Die Welt ist wunderschön. Italien, Australien, Neuseeland. Es gibt so viel zu sehen. Aber das Schönste, was ich erlebt habe, war doch nach wie vor Ungarn. Also Budapest, das ist eine Stadt. Ihr könnt euch das nicht denken. Da sind alte Bäume, dicke alte Bäume und Blumen, Blumen. Aber das Beste, was ich erlebt habe, ich bin mit der Pferdekutsche gefahren. Um die ganze Insel mit der Pferdekutsche. Du kannst dir natürlich da auch Fahrräder ausleihen oder mit einem Tandem fahren oder alles Mögliche. Aber das ist sowas von schön. Italien, wenn ihr da mal hinkommt nach Venedig, ihr denkt, ihr seid im Märchen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Erlebnis ist, da mit einer Gondel zu fahren. Das ist wie im Traum, wie im Traum. Na Jungs, schmeckt's? Ja, lecker. Was ist denn das? Fisch, Backfisch. Backfisch? Ja. Wie, Backfisch? Forelle oder was? Ja. Backfisch. Kein Schwertfisch? Nein. Aus der Nordsee? Ja. Forelle? Nein, Backfisch. Vom Hafen. Und was für ein Hafen? Am Hafen? Mhm. In der Nordsee? Natürlich. Oder in der Ostsee? Ja, irgendwo im Meer. Ah, ja, ja. Was ist das daneben? Remouladensoße oder? Oder ist das Mayo? Oder Rettichsoße? Oder ist da Knoblauch drin? Ja, wissen. Ein bisschen Knoblauch? Mhm. Ist das Bratkartoffeln? Ja. Bratkartoffeln ist auch nicht schlecht, weil ich esse eigentlich lieber Bratkartoffeln. Ja, ja. Esst ihr öfter Fisch? Selten. Wisst ihr was? Ich mag nämlich keinen Fisch, dann hole ich mir da jetzt ein paar Pommes und komme wieder und probiere eure Remoulade. Mhm.
Action! Holla! Check, 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 bitte! Holla! Checks! Nochmal! Schneller bitte da hinten! Mit Elan bitte! Entwaffnet die beiden und verhüllt ihr Antlitz. Und sorgt dafür, dass sie nicht mitbekommen, wie und wohin man sie führt. Oh Leute, wo seid ihr denn? Meine Güte, das Drehbuch. Rausgehen müsst ihr. Und was macht ihr? Da wollen wir nicht gucken. Nicht immer so. Geht nicht. Rausgucken. Geht nach Hause und schlaft euch das mal aus. Tausend Pferde wirst du auf dein Gesicht bekommen. Und die wirst du dann erledigen. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du ein Held. So.
Kaum sah ich ihn durch dieses alte Thema, bot ich ihm diesen Schlummertrank. Dies gibt mir Trost in meiner elenden Lage. Super, was sagt er eigentlich immer? Die sind ja super, gut drauf. Jetzt hat er uns wirklich im Stich gelassen. Hier schläft er. Ja, da findest du alles super da auf der Bühne. Was hat er zu meckern immer? Ist doch alles Spitze. Wir haben dir immer gesagt, er hat keine Ahnung davon. Das kann man nicht sagen. Doch. Nochmal die dritte Szene zurückdrehen, bitte. Nochmal rauskommen, bitte. Danke, es reicht.
Wahrheit. Also war es kein Traum. Weiter so! Und wenn Wahrheit, wie kann meines Lebens Folge Traum es nennen? Sehr gut! Der Traum! Lebe hoch! Der Kevin König! Ja, hochleben! Nochmal! Wunderbar! Ihr seid die Größten! Herrlich! Schön! Das habt ihr ja schon! Nochmal!